Sie können von Glück reden, dass sie noch am Leben sind. Der Asteroid ist an verschiedenen Orten gesichtet worden. Wir vermuten, dass es sich dabei um gezielte Aktionen handelt. Danke für Ihre Auskunft. Wir werden sehr viel mit Informationen anfangen können. Kommen Sie gut heim. Ja, ich weiss, es liegt schwer auf dem Magen. Aber heute Abend ist es vorbei, glaub mir. Aber bis dann wird es mir auf dem Magen liegen. Entspann dich einfach. Also, holen wir uns einen neuen Pass. Warum brauche ich eigentlich einen neuen Pass? Du hast es auch gestohlen. Glaub mir, sicher ist sicher. Okay. Hast du ja genug Geld dabei? Eindeutig, glaub mir. So viel hat er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben besessen. Okay, wagen wir's. Grüezi wohl. Wir kommen wegen der Pass. Ja, stellt sich auch vor die Wand. Dankeschön. Was den Preis angeht. Ja, ich habe alles dabei. Ich will es doppelte. Was? Doppelte. Komm schon, wir brauchen das unbedingt. Okay, ja, mach ich. Sehr schön. Ich bringe Pass heute Nachmittag vorbei. Dankeschön. Adieu. Und du bist dir sicher, dass dein Onkel das zulässt? Aber natürlich, der ist praktisch hirntot. Du beschwert sich schon darüber, dass er manchmal einfach komischerweise die Straße draufläuft. Ah, ja dann wird er wahrscheinlich nichts dagegen haben, oder? Ich bitte, er bemerkt es nicht einmal. Okay, aber wie richten wir den wieder an? Ist ziemlich, ja, kaputt. Du, mach dir keine Gedanken darüber. Du, ich habe dir doch von mir Miethaus erzählt, wenn ich da in der Nähe kann. Dort habe ich genug Material. Und ein guter Kollege von mir wohnt im Moment gerade dort. Der ist Automechaniker. Ach so. Er läuft manchmal einfach die Straße drauf. Was? Wie meinst du? Ah, mein Onkel? Ja, du. Dem geht das nicht, der ist steinreich, der kann sich jeder Arzt leisten aus dieser Stadt. Ah, ja dann hoffen wir, dass es wenigstens gut geht. Ja. Wieso genau braucht man das Auto? Ich meine, wir haben schon einen. Ja schon, aber das andere erkennt man erstens als geklaut und zweitens kennt das Auto selber schon, wem das gehört. Die würden uns sofort enttarnen. Okay, also gehen wir. Mein Auto? Wo ist mein Auto? Wer hat mein Auto gestohlen? Mein Auto ist gestohlen worden! Also, jetzt Abend ist Showtime. Hast du noch alles im Kopf? Ja, gehen wir nochmal durch, für den Fall, dass der Zuschauer erst jetzt eingeschaltet hat. Also, heute Abend gibt der Grossfürst von Bricksville eine Party. Und er wird sehr viel Schmuck im Wert von etwa 5 oder 6 Millionen ausgestellt haben. So genau weiss ich das gar nicht. Und das werden wir natürlich klauen. Ein Großteil von den Anwesenden ist kriminell. Darum wird, sobald der Alarm losgeht, werden alle abhauen. Und das machen wir uns zu nutzen und verdümmeln uns mit dem Auto. Und mit dem kleinen Fahrzeug, das ich noch im Garten habe. Das wirst du fahren. Ich hoffe nur, es ist nicht dein Auto. Es ist mein Auto. Warum können wir nicht im gleichen fahren? Weil du zum Flughafen musst und das Flugzeugstart klar machen. Ich hänge den Bodyguard vom Grossherzog ab und dann komme ich auch. Wieso will man den ablenken? Er wird wissen, dass ich es bin. Er kennt mich, aber er wird nichts sagen, weil er Angst hat, dass ich vielleicht nicht in schlechter Mission unterwegs bin. Okay, super.
Da wären wir. Du schleichst rein und ich bleib draußen und lenke die Leute ab. Wir treffen uns in 5 Minuten, wenn der Alarm losgeht. Guten Abend, meine Herren. Dürfte ich schnell vorbei? Dankeschön. Ja, natürlich. Nein, ihr geht's sehr gut. Was ist denn das? Okay, ganz ruhig bleiben. Du hast das schon 100 Mal gemacht. Sondern das erste Mal wird nicht schwerer. Hallo! Okay, er hat es geschafft. Jetzt abwarten und zum Auto und dann flüchten. Gut, super. Ich warte nur noch in. Dann komme ich den Schmuck rüber und zum Flughafen. Flugzeug starten, auf ihn warten. Gut.
Schön, dass Sie kommen konnten. Wir haben den Brickling gesichtet. Also habe ich mir es rausgenommen, die kleine Falle für ihn zu errichten. Er hat Pläne vom Geldtransport seinen Weg und Routen in die Finger bekommen. Er weiss, dass das die Richtung ist. Genau darum stellen wir da unsere Truppen auf. Vor dem Lastwagen befindet sich eine Bombe, die ihn immobilisiert. Und sie werden den Einsatz leiten. Unter ihrer Aufsicht wird hoffentlich nichts schieflaufen. Wir holen noch die Polizei ins Boot. Sobald er steht, kommen sie an. Und sorgen sie dafür, dass er nicht entkommt. Machen sie noch alle Besorgungen, die sie brauchen für den Einsatz. Ah ja, sorgen sie am besten dafür, dass man ihn lebend fängt. Außerdem stellen wir ihnen alles, ausnahmslos alles zur Verfügung, was sie dafür benötigen. Sagen sie es einfach und sie bekommen es. Aber eine Bitte habe ich trotzdem noch an sie. Überlegen Sie sich bitte etwas für die Presse. Einfach irgendetwas. Irgendetwas, was Sie schlucken, warum dass wir da den ganzen Aufwand betreiben. Das wäre Ihr Auftrag. Falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an mich oder an Ihr Backup-Team. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für unsere Zusammenarbeit. Und viel Glück. Sie machen das schon. Irgendwie.
Heute Morgen um 10.11 Uhr ist in Brisbane ein tragischer Vorfall erfolgt. In dem Unfall sind der F-22 und der LXS von den Desert Worms involviert gewesen. Der genaue Grund für die Kollision in der Luft ist noch unbekannt. Jedoch sind glücklicherweise nur kleine Schäden an den Gebäuden, die reingekracht sind, aufzufinden. Desert Worms haben Angaben darüber gemacht, dass einer der Piloten aus feindlichen Linien stammt. Aus diesem Grund haben sie einige Fahrzeuge in Brisbane stationiert, um dieser Sache auf den Grund zu gehen. Falls sie also eins sehen, drüllen Sie bitte nicht durch und bleiben Sie ganz ruhig. Ich werde Sie weiterhin über die Ereignisse auf dem Laufenden halten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und viel Spass mit der nächsten Sendung. Ich glaube, ja, ich habe den Fahrer gefunden. Also gut, wir haben was wir brauchen. Lassen wir hier dort einige der Rest erledigen. Und die Polizei natürlich. Ja, er ist im Canyon. Okay, bringen Sie ihn zum Strick. Egal wie, Hauptsache Sie arbeiten. Ich gebe Ihnen trotzdem die Empfehlung ab, das bei der Brücke zu machen. Dort besteht die Chance, dass falls Sie daneben schiessen, dass er immer noch in den Abgrund runterfällt. Ich schiesse nie daneben. Viel Glück. Whiskey Fox, Andy.
schnell Sirian dorthin, wo ich sie sehen kann. Für sich zu danken. Adieu. Nein, warte, sie kommen jetzt zurück. Oh. Heiliger Quadrantenpuffer, das war ja mal etwas gewesen. Wirklich, es hat extrem viel Spass gemacht. Ich habe probiert, in allem den Teil 1 zu betreffen. Hoffentlich habe ich es geschafft. Das sehe ich dann nach dem Rendering. Im Hintergrund seht ihr jetzt gerade noch ein Video, das ich gar nicht eingebaut habe, weil einfach nicht funktioniert hat. Aber es sollte die Schlussszene sein. Das Making-of wieder kommt noch, aber im Ende, im Hintergrund, kommt noch etwas. Direkt, wenn ich da fertig gelabert habe, können wir nämlich noch ein alternatives Ende sehen, das vom einen Schauspieler Manife vorgeschlagen worden ist. Wo wieder mal die meiste Zeit im Film präsent war. Danke nochmal an dieser Stelle. Bekannt auf YouTube als Devox44 übrigens. Eigentlich kann ich wollen, dass man am Ende so wie in einem Abspann kann, dann kann man sich das Ende auswählen, aber mir gefällt das Ende fast besser, das ich jetzt hier habe. Weil in diesem Ende geht der Herr Brickling, wie man im ersten erfährt, der geht drauf. Das ist insofern gut, weil ich irgendwie mich jetzt für Teil 2 verpflichtet gefühlt habe, so quasi den wieder reinzubringen, selbst wenn sich wahrscheinlich niemand in den Dreck drum kratzt hat, wenn das nicht der gewesen wäre. Aber so kann der nächste Teil alles sein. Da kann ich in der Zukunft oder in der Vergangenheit spielen, da kann über komplett fremde Personen gehen, da kann über gar keine Personen gehen. Aber das interessiert uns jetzt alles nochmal. Wirklich, sehr vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich auch extrem freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder gar abonniert, einen Kommentar schreibt. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur sehr viel Spass mit dem alternativen Ende. Danke, tschüss und einen schönen von meiner Seite.